Seit einigen Versionen haben wir die Möglichkeit, über die VBA ein Langloch zu bestimmen. Dafür muss im VBA-Dialog jeweils das Langloch aktiviert werden und kann danach über diese Parameter definiert werden. Bisher wurden jedoch bei der Planausgabe diese Langlöcher nicht sauber vermaßt. Dies wurde zur Version 26 verbessert. Ich wähle die Platte an, gehe dann auf Exportieren, Planausgabe Einzelstück, gebe diese so aus. Wechsle dann ins 2D und füge das Clipboard ein und sehe nun im Resultat, dass die Langlöcher über zwei Bohrungen sauber vermaßt werden. Ein kleiner Tipp noch zu den Langlöchern. Eine VBA als Langloch kann hier natürlich auch verwendet werden, um Mehrfachsteckdosen auszubilden. Diese wurde ebenfalls über ein Langloch definiert und wird so für die Bearbeitung auf Multifunktionsbrücken berücksichtigt.